Hallo meine Freunde, auch wieder mit Let's Play Darksiders und wir sind immer noch in der Zwielichtkathedrale unterwegs. Haben in der letzten Folge den, wie siehst du da an? Den Wurfring erhalten. Den Bumerang quasi. Der sehr praktisch ist in diesem Spiel. Und ja, da wird jetzt erklärt, dass man mit ihm auch Feuer weitergeben kann. Und dieser hinten sind nämlich ein bisschen näher ran. Die sind nämlich deaktiviert und man braucht Feuer, um sie wieder anzuzünden. Ja, und wenn man das richtig drückt, dann funktioniert das tatsächlich auch. Wahnsinn. So. Hoppala. Und das ist auch ganz nett gemacht. Das sieht nicht richtig aus, dieser Stein. Ich glaube. Ach so. Ein Physikobjekt, deshalb sah es nicht richtig aus. Der hat nämlich ein wenig geschwebt. So, wir sind auf der anderen Seite. Yay, nur um es zu zeigen, dass man Dinge zusammen machen kann. Das war, glaube ich, auch ein interessanter Raum. Was muss ich hier noch? Ach nee, jetzt kamen die drei. Da war ja was. Muss ich drei Räume machen oder so, um drei Schwerter zu besorgen. Weil die fehlen hier. Und dann machen wir doch als erstes darüber noch ein bisschen Heilung. Fangen wir doch einfach mit dem da an. Fangen wir hier an. Drei Rätselräume. Oder drei Kampfräume. Ich weiß nicht mehr. Das war ein Rätselraum, definitiv. Da unten ist schon ein Objekt. Da unten ist ein bisschen was verstopft quasi. Yay. Und ich finde es immer etwas doof, wenn einem alles vorhergezeigt wird. Ja, da muss ich hin, hinter der Lava. Und wir sind gerade nur nicht rein, weil es ein bisschen heiß wäre, da durchzulaufen. Das hält nämlich der gute Krieg dann doch nicht aus. Ich kann auch mal kurz zeigen, dass das da unten. Normalerweise würde das drehen, aber es ist blockiert. Ergo müssen wir da etwas tun. Ergo müssen wir da erstmal runter. Und holen uns das Soldatenobjekt hier. Das ist auf der Fakt. So. Oh, aber das brauchen wir keine Sorgen haben. Wir kommen hier überall durch. Und trotz, dass hier irgendwie Zahnräder abgebrochen sind, funktioniert die ganze Mechanik natürlich noch. Warum denn auch nicht? So. Ja, inaktive Bomben kann ich platzieren. Das war mir schon fast klar. Ups. Ups. Und. Ups. Und dann machen wir sie doch mal an. So. Wunderbar. Machen wir das wieder. Ich glaube, ich muss jetzt hier auch hoch auch wieder. Kann ich hier sonst noch irgendwo was platzieren? Also, sie gehen auf jeden Fall nicht kaputt, glaube ich. Das heißt, ich könnte sie irgendwo hinwerfen und mir dann später holen. Gucken wir mal, ob das klappt. Wenn ich sie jetzt aufheben kann. Yep. Kann ich. Perfekt. Bleib mal da kleben. So. Aha. Sollte ich da drauf sein vielleicht? Ich weiß es gerade nicht. Ja. Das ist wahrscheinlich gerade total umständlich, was ich hier mache. Aber ich möchte es so machen. Ja, ist es. Es ist total umständlich. Ach so, das Ding dreht. Ach so, das dreht sich jetzt permanent. Ich dachte, ich muss jetzt wieder rüber. Dann halt nicht. Dann gib mir das. Verdammt. Ich hab so ihn. Verdammt, er kann es nicht mehr aufheben. Verdammt! Aber es bringt ja eh nichts. Yay. Gut, dass die immer wieder nachspawnen. Okay.
Und boom, boom. Okay. So. Machen wir einmal das. Seite Nummer 1. Beziehungsweise Schalter Nummer 1. Wir brauchen aber noch den anderen Schalter. Da müssen zwei Schalter hoch. Du, 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 du. Ach, was wollt ihr denn jetzt von mir? Kann ich anvisieren? Hier. Na, die brennen normalerweise. Warum fliegt das Ding nicht in die Luft? Okay. Das war merkwürdig. Normalerweise hätten die doch in die Luft gehen müssen. Die brennen. Komm, du blödes Ding, komm hier rüber. Hui. So. Du, 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 du. So. Das da dran. Oms. Sehr schön. Und das war's schon mit dem hier. Und da haben wir den zweiten Schalter. Yay, Rätselraum gelöst. Spannung, Spannung. Yay. Ich finde es gerade übrigens erstaunlich, dass die ganze Zeit das Spiel in 60 FPS läuft. Na komm, geh weg. Geh mir nicht auf den Keks. Bu, 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 bu. So. So, mal da anvisieren und mal dort anvisieren und einmal schmeißen. Huhu, Rätsel gelöst. Eher langwieriges Rätsel, aber Rätsel gelöst. Huhu, ich weiß gar nicht, kann man da noch vor. Ja, das tut weh. Man wäre also nicht durchgekommen. So, Schwert Nummer 1. Kriegt noch ein paar Seelen dafür. Was auch ganz nett ist. Also mit Seelen wird man ganz gut versorgt. Die, 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 die. Und das bleibt sogar stehen. Sehr schön. Es wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn man irgendwie in eine andere Richtung gedrückt worden wäre. So. Gehen wir. Schwert Nummer. Seltsame Kameras. Perspektive ist seltsam. Okay. Nummer uno. Nehmen wir zum dritten, zum zweiten. Zum dritten können wir noch gar nicht, weil dafür müssen wir erstmal die Türe öffnen. So. Man sehe und staune. Kram. So, erstmal den Weg frei machen, sonst ist hier oben erstmal nichts, ne? Ne. Müssen erstmal das Seil frei machen und dann können wir hier runter. Au, 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 au. Das muss wehtun. Zum Glück hatte er den dicken Handschuh an. So. Jetzt wird's lustig. So. Ich wollte eigentlich springen kriegen, aber okay. Springen nicht. Ist alles okay. Komm. Mistviecher. So. Ich liebe es, wenn man anläuft, dann springt er nicht sofort manchmal. Das ist echt uncool. So, da oben haben wir was zum Sprengen. Wir haben aber gerade keine Sprengpflanze zur Hand. So. Aber mit den Schaltern hier können wir auch das alles hier wieder verschieben. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich jetzt hin möchte. Wo möchte ich jetzt hin? Warum spackt der Sound gerade so ab? Wollte ich hier hin? Hi du. Du blödes Mistviech. Wollte ich jetzt das da aktivieren? Schauen wir mal. Aha.
So funktioniert das. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ganz so geplant war von den Entwicklern, aber es funktioniert. Unos. Duos. Da ist eine Truhe hinter. Ansonsten. Komme ich da jetzt hoch? Ich habe irgendwie das Gefühl, nein. Ha. Oder? Doch, passt. Ich hätte jetzt gerade gedacht, dass das nicht passt. Lass mich hier rein. So. Oh. Schups. Und hopp. Und da haben wir den nächsten Schlüssel quasi. Also das nächste Schwert. Hm, was müssen wir hier nur tun? Ich weiß ja nicht. Vielleicht die Dinge zu aktivieren. Yay. Moment, aber warum kann ich dann da hochklettern? Hä? Achso, es war wahrscheinlich... Hä? Ich kann nur noch... Hä? What? So, jetzt muss ich aber auch wieder zurückkommen. Muss ich dafür den wieder betätigen? Ich würde es nicht wundern. Damit setzen wir alles. So. Jetzt komme ich aber da nicht hoch. Derp. Aha. Jetzt komme ich da aber rüber. Haha. Haha. So, aber das kann man natürlich auch mit dem Schwert aktivieren. Und dann fahren wir unseren Rückweg hoch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Auch wenn ich mich frage, wer den ganzen Kram hier installiert hat, mal wieder. Aber das frage ich mich überall in Videospielen. Aber ich glaube, das ist normal. Da drüben hängt irgendwas. Wo wir nicht rankommen und was auch außerhalb der Karte liegt. Also dürfte es uninteressant für uns sein. Hallo Lava. Na, heute schön warm. So. Können wir den nächsten einfügen? Damit sollte die letzte Türe aufgehen. Sehr schön. Es fehlt aber noch ein Schwert. Ein Schwert fehlt noch. Wofür mache ich das eigentlich gerade? Da ist auch wieder irgendwas drin. Oh mein Gott. Da wäre auch noch was gewesen. Oh mein Gott, Gegner. Oh mein Gott! Irgendwie ist die Attacke voll lame. Aber sie ist halt super für solche Räume. Und schön, um die Sense zu leveln. Wow. Sollten die drei Gegner. Die hätte ich noch mal sogar mit dem Schwert hingekriegt. Okay, ich. Physikobjekte. Ein Hoch darauf. So, da haben wir den Schlüssel. Irgendwie fehlt da trotzdem noch ein Schwert. Ein weiterer Zornkristall. Fehlen nur noch zwei. Dafür ein weiterer Zorn. Leistenpunkt. Wie ist das gerade? Hm. Warum stehen dann da draußen drei Statuen? Ich bin verwirrt. Muss da noch. Hm. Aber anscheinend nicht. Dann habe ich mich vertan. Tja, passiert. So, weiter geht's. Wir haben noch eine kleine Fledermaus zu töten. Oh, wie süß. Eine Wache. Oh, bist du niedlich.
Süß. Falsch. Falscher Weg. Da vorne muss ich hin. So, Impuls wird die Tür geöffnet. Finde ich vielleicht hier das dritte Schwert. Ja, hier finde ich vor allen Dingen brennende Fledermäuse. Die ist am Pennen. Nein. Wie die nichts aushalten. Saugefährlich, saugefährlich. Yes. Okay. Nee, das muss ich vielleicht betätigen. Eieiei. Spiel, please. Ich bin nicht dämlich. So weit komme ich aber nicht. So weit komme ich nicht geflogen. Das packe ich nicht. Also gucken wir nach, ob wir da vielleicht auch noch irgendwas finden, was uns weiterhilft. So, und hier kommt... Oh. 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 Der Gefängniswärter, der Miniboss. Der etwas eklig ist. Bleh. Ich könnte ihn jetzt theoretisch gesehen... Wo hat das Ding gerade hingezielt? Ja. Komm mal her. Ach, ich glaube, ich weiß... Moment, muss ich die hellen Punkte angreifen? Ist gerade jetzt nicht gut, dass ich... Ah, ich weiß. Ich weiß, was, ich weiß, was. Ich muss gerade erstmal gucken, dass ich hier... Au, 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 da. Er ist leicht abgedreht. Komm, geh du mal weg. Ihr nervt wie Teufel. Will ich es anvisieren? Nein. Jetzt kannst du wieder anvisieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh weg. Eieiei. Erstmal hier. Ja, 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 ist okay, mein Kleiner. Die Kleinen nerven gerade so ein bisschen. So. Ist jetzt länger in diesem Rage-Modus. Ich kann nichts anvisieren, verdammt. Ja. Ach so. Ist okay. Ui. Heieiei.
Okay. Er ist down. Jo, nur minimal auf dem Sack. Okay. Eieieiei. Wir können auch unten. Das war der Miniboss. Ein nerviger Miniboss, den ich gerade ein bisschen unterschätzt habe. Und vor allen Dingen ganz zum Schluss, das war etwas dumm, dass einem nicht der Knopf angezeigt wird, wenn man den Finisher machen kann. Weil bei Bossen muss man den Finisher machen, weil sonst sterben sie nicht. Weil... Videospiel. Hier kommt ein ekliger rum. Das weiß ich jetzt schon. Sollst du dich da draufstehen oder sollst du da dran gehen? So. Das brauche ich hier aufladen. Na, komm zurück. So, einmal das. Das, dann kannst du auch die da machen. Und die da auch. Mach schon mal alles an hier. Hui, hallo du. Nein. Verdammt. Hey. Dich sollte das gar nicht treffen, aber okay. Scheiß Seuche. Das ist kaputt, sehr gut. Dann kann ich die jetzt auch eben schnell mal hier so sensen. Sehr schön. Eieieiei, das ist vielleicht ein Heckmeck hier immer mit den Gegnern. Na komm. So. Ich weiß gar nicht, waren da jetzt nur die... Ne, da kann man auch durchgehen. Man sieht sie an der Map. Und da ist nix. Ich glaube, ich musste hier alle Fackeln anzünden oder sowas. Ich glaube, ja. Wenn ich da hinten gleich Feuer habe. Feuer. Also müssen wir die Fackeln weiterhin anzünden. So. Mal schauen ein bisschen weiter. Können wir vielleicht schon mal das Ding mitnehmen. La la la, was liegt da eigentlich auf dem Boden rum? Was ist das? Hm. Wo auch immer das Ding herkommt. Ich habe keine Ahnung. Hoppala. Krieg ich hier Schluck auf, was war das denn? Geh du mal darüber. Gegner? Ach, ich kann es wieder nicht aufheben. Ach so. Komm schon, Musik, bitte. Eine blöde Fledermaus. Machen wir es halt auf die einfache Art. Huch. Da liegt noch mehr so Zeug rum. Ist das von den Gegnern irgendwie? Reste? Ich dachte, die lösen sich komplett auf. Huh, scheinbar ja nicht. Da liegt doch ein Schwert von einem Gegner rum. Okay. Boom. Dup. Aha. So, und ein Stockwerk höher. Fett das jetzt raus. Tja. So einfach ist das. Das ist irgendwie kaputt. Okay. Yeah. Soll ich die echt bekämpfen? Die, geh weg. Ja, du und deine scheiß Seuche, geh weg.
Okay, der Dicke kommt hier nicht drauf. Sehr gut. Hm, ich decke fast den ganzen Aufzug mit der Attacke ab. Na komm, steht wieder auf. Mal schlappen. Da. Ich glaube, so ist es auch am effektivsten, große Gruppen zu killen. So, wie sieht es aktuell mit der Waffe aus? Ja, die sind beide schön gelevelt. Vielleicht setze ich mich auch irgendwie mal ran und schnetzel einfach nur mal ein bisschen, damit die Waffen schon mal voll aufgelevelt sind. Obwohl es eigentlich unnötig ist, weil die Waffen eigentlich aktuell stark genug sind. So. Dann haben wir auch schon fast wieder die Zeit rum, meine Herren. What the fuck? Es geht viel zu schnell. So. Ich würde gerne noch ein Stückchen weiterkommen. Ich glaube, wir haben es nämlich fast. Wir haben es fast geschafft. Achso, jetzt sind wir hier, genau. Hier waren wir ja vorhin schon. Da links war eine Truhe. Aber jetzt können wir erst hier durch. So. Und da ein etwas längerer Kampf kommt, würde ich mal sagen, mache ich hier Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Darksiders. Bis dahin. Ciao, Leute.